So, probiere ich hier nochmal so Multicam-Aufnahmen zu machen. Ich da wieder zu Haseln, Appenzell reinrode, fahre da Richtung Appenzell und da rein versuche ich mal nebeneinander am Bach runterzukommen. Kamera im Auto habe ich so montiert. Der Osmo hockt vorne rechts an der Frontscheibe. Und damals habe ich ausgerichtet und auch noch versucht, den Fokus zu fokussieren. Der Insta 360 habe ich jetzt hier an die Halterung bei der Nackenstütze montiert. Und ich denke, und auch mit dem Mobile verbunden, wo ich jetzt gerade jemand sehe, was die Kamera sieht. Sieht schon mal nicht so schlecht aus. Da bin ich letztes Mal unten raufgekommen. Und auf diese Distanz sehe ich jetzt, wie muss man packen auf dem Display einigermaßen gut, wenn er gerade aufnimmt. Also einfach Strasse halt. Aber da kann man nachher auf ein kleines Strasse, dann wird dann da schon noch ein bisschen interessanter. Wie gesagt, da Dörfstrecke da hinten durch. Wie verrückt. Da, hier nehmen wir gerade den Nebel. Da nicht. Das Wolkenbild ist auch schön. Vielleicht habe ich da nachher noch eine schöne Perspektive zum Zeitraffer zu probieren. So eine Sequenz wäre ja auch noch cool. Das ist dann aber eine Straße. Ja, da komme ich schon wieder rauf.
sind wir. Wahrscheinlich darfst du nur durchfahren mit zubringen Dienste irgendwie. Ja, da bin ich wieder an der Sitteren unten. Ganz ein schöner Platz, wo man auch baden kann und so. Wenn ich sogar runterfahren können. Wahnsinnig enges Wägli. Seht ihr da hinten, mit Colino, hat gerade so durch mögen, auf die Brücke. Wunderschöner Badeplatz hier. Sehr schön. Zweit ist der Aktivtrack. Dort auf das Sprudelzeug fixiert. So, da habe ich wieder den Gimbal. Am Stativ etwa 10 cm über dem Wasser. Man macht hier einen Schwenk über das Ziel. Objektiv zündet klar die Kufen vom Gimbal, dass ich da irgendwie schön waagerecht herumfahren kann. Das ist jetzt auch spannend. Mal schauen, den Kiesweg, den ich da abgekommen bin, ob ich da auch wieder rum mag.
da. Die richtige Mikro-Lino-Strecke.